Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Morrowind. Im letzten Part habe ich diese Gruft hier gereinigt und einer Frau geholfen, das Amulett ihres Vaters zurückzugewinnen, weil da ja ziemlich viele Monsterkreaturen waren. In diesem Part werde ich, wie auch schon in den letzten beiden, hoffentlich den Schrein von Asura finden, denn dann habe ich einen Anhaltspunkt. Momentan sieht das allerdings ganz und gar nicht danach aus. Aber naja, was nicht ist, kann ja noch werden, irgendwie hoch. Mir fällt gerade auf, ich sollte rasten. So, werden wir das mal. Wird. Der Regen ist weg. Hört sich das nicht toll an? Ja, finde ich auch. Ich bin erstaunt, dass ich es bisher nicht geschafft habe. Wobei, geschafft, das klingt jetzt blöd, also ich könnte es natürlich hinkriegen. Aber es ist noch nicht passiert, dass mir das Mana ausging in über 80 Parts. Das ist schon sehr erstaunlich. Also normalerweise, selbst wenn ich mich nur heile, und das mache ich ja aktuell nur, geht das Mana hier und aus. Und das ist noch nicht. Ich habe keinen einzigen Mana-Trank bisher zu mir genommen. Oder habe ich? Jedenfalls dann nicht relevant. Wo ist denn dieser scheiß Asura-Schrein jetzt hin? Ich habe echt gar keine Ahnung. Null. Nada. Wo ist der? Ich muss, glaube ich, hier diese Richtung gehen. Und dann finde ich den vielleicht mal irgendwo. Jedenfalls werde ich hier mal wieder meine Ausrüstung unter Schwert reparieren. Wie viel Fortschritt habe ich? Nicht viel. Ja, Schmied ist, glaube ich, die einzige Fertigkeit, die ich nie, aber auch wirklich nie bei irgendeinem Charakter, den ich jemals spielte, auf 100 gebracht habe. Denn der Meisterausbilder in Schmied, ja, es gibt für jede Fertigkeit einen Meisterausbilder, der ist irgendwie, ja, wie soll man beschreiben, irgendwie ist er nur einer bestimmten Gilde angehörig und das kriegt man nicht und der macht es sowieso irgendwie nicht gern und ich glaube, dass es so ist. Und jedenfalls habe ich das nie gemacht. Was ist denn das hier? Das sieht sehr interessant aus. Aber ich glaube, das ist nicht für mich relevant, denn ist es nicht? Ich will wissen, was auf der Insel ist. Das weiß ich nämlich momentan nicht. So, tschüss. Tschüss. So, ich frage mich echt, warum finde ich diesen dämlichen Schrein von Asura nicht? Der muss hier irgendwo sein. Ich weiß definitiv, wo ich jetzt gleich sein werde. Auf der Insel nicht, aber irgendwo weiter weg. Weiß ich, wo ich sein werde und ich bin auch noch in der Asura-Küste. Verdammt, wo ist sie? Da oben drauf. Nein. Oh Gott. Irgendwo müsste die echt sein. Also mir bringt es auch nichts weiter zu spekulieren, wo, aber naja, ich bin ein bisschen verwundert darüber und deswegen sage ich das so die ganze Zeit. Irgendwo muss das sein und irgendwo doch und ja, nein, irgendwie nicht. Noch ein Fisch, klar, komm her, wenn du Haue willst, gerne. 94 Langwaffe mittlerweile, auch nicht schlecht. Ja, ist mir jetzt auch egal, tschüss. Doch, da ist er, oder? Ist es der? Das sieht mir nicht nach dem Fels aus. Sieht mir aus nach einem Schrein. Aber nein, das ist doch. Das ist es doch nicht. Ich will wissen, was da ist. Ja, natürlich. Durch Springen kommt man weiter im Morrowind. Ja, so sieht's aus. Ja, ja, nein. Fuck, ich weiß, was es ist. Das dachte ich mir. Das ist hier auf der Insel? Mist. Ja, gut. Dann habe ich das schon mal. Ich dachte, durch seine unnatürliche Form wäre es jetzt der Schrein, aber nein, das ist er nicht. Ich weiß, wo ich hier bin. So viel kann ich verraten, ich komme hier noch im Zuge der Hauptquest hin. Und ja, diese Ratten, die sind immer da. Die spawnen hier jedes Mal vor. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Gut, Holameien habe ich schon mal entdeckt. Warum auch nicht. So, ich sollte mich jetzt auf den Weg machen zu dieser komischen Asura-Schrein, Ruine, was auch immer das jetzt ist. Ich meine, ich weiß ja, wonach ich suchen muss, aber ich finde es nicht. Irgendwie dämlich. Was ist es das? Nein, da fehlt die Statue oben drauf. Ja, es sieht ungefähr aus wie dieses Ding. Es ist ein Podest und darauf ist dann eine Figur von einer weiblichen Person. Und das ist dann der Schrein von Asura. Moment, wo bin ich hier? Ja, es hat einen Grund, warum ich hier auf Schlammkram achte in dieser Gegend. Allerdings ist das hier noch fehl am Platze, da brauche ich mir noch keine Sorgen machen. Ihr werdet das jetzt, falls ihr das Spiel nicht kennt, natürlich nicht verstehen, aber das werdet ihr noch tun, denn ich werde in gar nicht so langer Zeit wohl auch Anspruch nehmen, von dem, was ihr jetzt noch nicht verstehen werdet. So, hi, natürlich ziehst du einen Claimer, oder?
Wow, ein Dolch. Bist du auch mal gütig. Soll ich dir ein Schild zerleppern oder was? Wie viel hat das noch? 38, ja, hätte ich fast kaputt gehauen. Lehrwu-Angriff. Ja, warum nicht? Gehe ich auch mal rein. Ist ja nicht verkehrt. Und speichere gleich mal. So. Ja, natürlich kommt so ein Claimer. Ich wusste es, den Kampf gewinne ich. Wenn er aufs Knie fällt, ist vorbei. Und das ist bei mir. Wenn ich auf Knie fall, bin ich auch kaputt. So. Oh, das war jetzt unbeabsichtigt. Aber ich habe Glück gehabt. Heilen oder warten? Eigentlich ziehe ich warten vor, das schon mein Mana. Ich glaube auch deshalb werde ich das größtenteils noch erhalten haben, denn hätte ich mich jedes Mal geheilt anstelle von warten, dann hätte ich wohl einiges weniger und unter Umständen schon einmal eine Knappheit gehabt. Die habe ich jetzt allerdings nicht. Okay, ich hätte in-game auch wesentlich weniger Tage verbracht. Wow, das war knapp. Muss man schon so sagen. Skelettfrist, ja, das will ich nehmen. So, ich bin fast überladen. Todesstoß für Abananit. Gefällt mir. Großer Seelenstein. Das ist unser erster großer Seelenstein. Das zeigt, es passt sich ein bisschen unserem Level an, ja. Schön. Okay. So, ich sollte jetzt eigentlich doch warten. Ja, nur festen Brot. Was ist denn das? Hier irgendwo müsste doch kein Gegner mehr sein. Ja, hier ist keiner mehr. Ich denke, es reicht, wenn ich 13 Stunden oder so nehme. Was? Warum jetzt? Warum jetzt? Mann! Autosave. Ey, das kann doch nicht wahr sein, oder? Ja, ich habe ein Autosave. Zum Glück, das habe ich so eingestellt. Jedes Mal vorm Schlafen oder so. Aber das ist doch jetzt ein schlechter Scherz, oder? Ohne Witz. 13, die Unglückszahl. Natürlich. Voll hat es mich erwischt dabei. Klar doch. Klar, Ratte. Reicht. Oh, ey. War klar, dass so ein Assassin kommt. Und mit seinem einen scheiß Wurfpfeil, wisst ihr, mit einem einzigen Wurfpfeil, den er vorher wirft, hat er mich auch noch erwischt. Ich fass es nicht. Ich bin sprachlos. Ja, hi. Noch ein paar mehr oder so? Ne? So. Gib den her. Gib den her. Ist hier noch ein Gegner wahrscheinlich, aber den will ich jetzt gar nicht begegnen. Es waren zwei, die waren schon nicht schwach. Ach, da ist noch eine Schriftrolle. Guck an, guck an, eine mit Blut verfasste Schrift. Das werde ich nicht vorlesen, das könnt ihr aber. So, das könnt ihr jetzt pausieren. So, dann das nächste. Leben, so, ja. Also es sollte schnell genug sein. Und dann nehmen wir das mit. Und Vulkanglas durch. Sehr, sehr schön. Hat Wert. Was kann ich jetzt wegwerfen? Tja, so langsam gehen mir die Mittel aus. Jetzt muss ich das Wertvolle gegen das Wertlose ersetzen. Wobei eigentlich nichts mehr wirklich wertlos hierbei ist. Zack, nächstes Schwert weg. Tja. Ich meine, 4000 gegen 300 tausche ich natürlich gerne aus, aber trotzdem ärgert es mich, dass ich die Wertgegenstände ablegen muss. Es ist ja trotz allem ein Wertgegenstand. So, den kann ich mitnehmen. Wüsste noch zwei Zauber, die ich mir nehmen muss. Wenn ich die hab, dann ist eigentlich alles perfekt. Gott! Ich werde schon, glaube ich, zweimal drauf gehen durch meine Uneinsichtigkeit oder. Nicht Uneinsichtigkeit. Uneinsichtigkeit ist man, wenn man irgendwie einen dicken Kopf hat. Wegen meiner Unachtsamkeit. So. Ich wundere mich jetzt wirklich. Wo komme ich hier bitte weiter? Ich finde diesen Scheiß Asura-Schrein nicht. Ich muss mal wirklich gucken, wo ich den finde. Also nicht im Internet. Das wäre Krampf, denn ich kenne das Spiel zu gut und könnte mit meinen eigenen Charakteren gucken. Das mache ich dann lieber. Ich habe noch eine Befürchtung. Wenn er da nicht ist, dann muss ich gucken. Wenn es ganz anders ist, dann werde ich vorher sogar noch wegreisen. Ich glaube, das werde ich ohnehin tun müssen, denn... Naja, ich habe jetzt so viele Gegenstände. Die sind eigentlich alle wertvoll. Und es schmerzt mich schon, die alle weglegen zu müssen. Naja, ich habe ein permanent überladenes Inventar. Kann ja mal vorkommen. Ich bin fast tot. Deswegen sollte ich hier mal speichern. Verdammt, das gibt's doch nicht. Tja. Aber ich
finde es gut, dass ich jetzt schon keine Gruft oder keine Höhle mehr irgendwie meiden muss, weil sie zu heftig für mich ist. Die meisten Höhlen muss ich nur noch mal rein, weil ich das Schloss nicht entsprechend öffnen konnte, weil mein Sicherheitsskill zu niedrig ist. Denn mit Zaubern kostet zu viel Mana und zweitens seht ihr, ich habe noch nicht mal eine Chance, ein 60er Schloss zu machen. Das ist ja null. Bei 100 Ausdauer habe ich 1%. Das ist nichts. Das ist wirklich gar nichts. Wenn du mir überlegt, dass ich mit 80% dreimal hintereinander fehlschlage, wie sieht das dann mit 1% aus? Das kriege ich in meinen Lebzeiten nicht hin, dass es klappt. Was ist denn da hinten? Ich weiß es doch nicht mehr. Ein Kaguti. Das wird mich töten, weiß ich. Zwei werden mich auf jeden Fall töten. Deswegen will ich jetzt einmal einen großen Bogen um die Viecher machen, denn ich habe keinen Bock von denen gekillt zu werden. Nee, nicht wirklich. Irgendwo muss hier so was schreien sein. Ja, ich wusste es. Ha, mein Gedächtnis lässt mich also doch nicht im Stich. Das ist der Schrein von Asura. Schön, habe ich den gefunden. Okay, dann dort ist jetzt garantiert nicht mehr lange, dass wir es finden. Sehr gut. Zeigt also, ich habe doch noch ein bisschen Wissen. So, und jetzt muss ich gucken. Ist der... Nein, hier, südöstlich... In der Nähe des Schreins. Weit abgelegenen südöstlichen Ufern der Asura-Küste. In der Nähe des Schreins von Asura. In der Nähe des Schreins. Ja gut, das heißt, im Morrowind meistens 2 Stunden laufen. Aber südöstlich gelegen. Sollte das dann nicht bedeuten, dass es hier auch weiter ist? Schätze ich jetzt einfach. Ich weiß es nicht, aber... Das ist... Ey, ich wollte da hoch. Moment. Komme ich da auch so hoch? Ja. Hallo? Danke. Sind die friedlich oder böse? Ich weiß es nicht. Ich fürchte, es sind böse. Ja. Shit, shit, shit. Werde ich einfach mal tun. Man kann übrigens Schreinquests annehmen von jedem Daedra. Dazu muss aber die Statue ansprechbar sein. Diese hier ist es. Die Quest werde ich aber noch nicht machen. Und ich glaube, wenn hier überhaupt wer ist, dann sind sie böse. Hier ist noch nicht mal wer. Nö. Okay. So, das war mir klar, dass sie ansprechbar ist, die Statue. Da soll ich die Quest annehmen. Ich frage mich eigentlich, warum denn nicht? Speichere ich hier nochmal? Nein, ich lasse es noch. Nein, ich lasse es noch. Ich werde das noch nicht annehmen. Nee. Das werde ich später tun. Aber jetzt noch nicht. So, südöstlich, ja? Südöstlich ist also hier irgendwo. Ne, ich habe das die Befürchtung, dass sich das doch ein bisschen im Level anpasst, die Belohnung, dass ich ja weniger kriege. Wobei eigentlich ist das völlig jetzt komme ich nicht auf das Wort, wie dämlich. Eigentlich ist das völlig un... Ey, was ist denn das für ein Wort? Verdammt. Genau, es ist völlig unberechtigt, denn eigentlich ist es im Morrowind so, dass die Belohnungen immer gleich ausfallen, egal ob man Level 1 oder Level 100 ist. Deswegen sollte das... nicht so schlimm sein, wenn ich das schon annehmen würde. Aber nee, ich mache die Schreinquests, glaube ich, alle hintereinander. Das ist ein guter Plan. Jetzt muss ich nur noch die Höhle finden. Also hier ist schon mal der Schrein. Ich glaube, das werde ich aber erst im nächsten Part. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der geworden ist, aber dürfte schon die Länge haben, die ich ungefähr anpeile. Deshalb werde ich nach dem toten Fisch hier. Ich sagte tot. Also geht doch. So. Deswegen werde ich jetzt hier... wo ist jetzt der Schrein hin? Ich mag diesen Nebel, aber wo ist der Schrein? Egal. Jedenfalls werde ich hier beim nächsten Mal weitermachen. Bis dahin, ciao.